Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall, wo wir uns jetzt hier mal ansehen werden, was noch so passieren wird. Wir haben nicht viel Gewinn gemacht gestern. 210 ist zu wenig. Eindeutig, da muss wieder mehr kommen. Da muss wieder mehr kommen, wenn wir das hier fertig kriegen wollen. Das hier dauert halt alles noch. Wir müssten 2 Produkte mehr verkaufen. Oh Mann. Wir könnten natürlich jetzt hier eine Kasse hinstellen und hier, ja, theoretisch 2 Shelves. Könnte man machen. Aber da müsste ich da auch Personal für anstellen. Das will ich jetzt auch nicht. So, wir wollen einfach hoffen, dass die Verkäufe heute besser laufen. Das ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir mit 50.000 nur angefangen haben. Ja, wir hätten auch mit 200.000 oder was das war anfangen können. Aber ich will es ein bisschen schwieriger haben. Bei solchen Spielen brauche ich das. Denn das hier ist ein bisschen was anderes für mich als Dark Souls oder so. Das hier ist mein Milieu. Sowas liebe ich. Warte mal, wir können hier mal... Wir haben... Ja, Restaurants fehlen. Ja, das ist okay. Das wird noch lange so sein. Wir werden wirklich bald für die Fushi noch jemanden extra brauchen. Denn zur Mittagszeit... Zur Mittagszeit brauchen wir, glaube ich, noch mal jemanden. So bis 13 Uhr. Und die Restaurants, die noch fehlen, ja. So, ja, da verteilen sich die Kunden auf die anderen Kassen. Und die nächste müsste bald kommen, jawohl. So, aber da wird es auch schon wieder eng. Aber ich kann jetzt hier nicht noch mehr anbauen. Wow. Ich muss wohl doch nochmal. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich... die besetzen dann die Kassen nicht. Ne? Da hatte ich nämlich schon, wenn ich da... Ja, jeweils 4 einstellen würde für jede Schicht. Beziehungsweise 3 für die Fugeschicht. Aber ich muss es wohl so machen. Wir müssen es versuchen. Hier für 6 Uhr noch eine. Und sie fängt dann auch 14 Uhr an. Da haben wir 3-3. Denn das große Problem waren jetzt die aus der Frühschicht, eigentlich die Kunden. Ne? Gewinn sieht's ganz gut aus. Gewinn sieht ganz gut aus. So, das Researchen. Ich weiß halt nicht, was das Büro noch für einen Sinn macht, wenn man hier alles researched hat. Ich weiß nicht, was da noch geplant ist. Aber im Moment, wenn alles researched ist, kann man das Büro eigentlich wegmachen. Dann ist es sinnlos. Ich habe gehört, hier bei den Needs, hier sehen wir übrigens, ne, das Blaue ist das, was wir verkaufen und das Orangene der Bedarf. Also wir sind bei allen noch unterm Bedarf und von daher alles noch im Rahmen. Könnten wir also alles noch ein bisschen verbessern. Pipapo, hast du nicht gesehen. Bauen die Leute denn am meisten? Drogen, also Medikamente. Frisches Brot haben wir leider nicht. Alkohol, Movies, Fast Food. Frisches Fleisch. Frisches Fleisch wollen die Leute. Ja, das kommt dann alles erst hier. Ja, heute haben wir einen ganz guten Gewinn gemacht, würde ich sagen. Dann sehen wir, wie es morgen läuft. Mit mehr Kassen. Sag mal,
Achso. So, ja, jetzt sind natürlich die Putzen hier ein bisschen sinnlos. Aber egal. So, und da kann man wieder nur warten. Das ist halt immer so das Langweilige am Anfang noch. Später, wenn das hier alles gut ausgebaut ist, hast du hier eigentlich nur zu tun und zu gucken, dann ist da wieder was, dann haut da wieder was nicht hin, dann braucht man da wieder neue Mitarbeiter. Aber das wird dauern. Das kann ich schon mal sagen. Das wird lange, lange, lange dauern. Durch unser Startkapital. Mit 200.000 hätten wir schon gleich einen großen Laden bauen können. Ne? Da hätten wir gleich hier unten anfangen können mit dem Ding. Wäre vielleicht auch klüger gewesen, hier anzufangen. Aber egal. So, wir haben jetzt in jeder Schicht drei Mitarbeiter. Ich hoffe also, es wird recht schnell gehen mit den Verkäufen. Also ab 10 oder so wurde es ja immer recht voll. Wenn wir da jetzt aber drei haben. Ja. Sieht noch ganz gut aus. So, die Frage ist, was passiert zum Schichtwechsel? Werden weiterhin drei Kassen besetzt sein? Aber warte mal. Bevor die kommen. Die eine arbeitet doch nur 7 Stunden. So. Uiuiui. Das wäre jetzt blöd gewesen. Wäre die ja einfach abgehauen eine Stunde früher. Und ja gut, von 9 bis 22 Uhr ist jetzt nicht so viel los. So, was passiert jetzt zum Schichtwechsel? Gut, die anderen zwei stehen da und warten. Das ist okay. Na, ich hatte es nämlich auch schon, dass dann Kassen gar nicht besetzt wurden. Dass die halt wieder nach Hause gegangen sind. Das ist dann aber nicht so schön. So, finanziell, ja, sieht ganz gut aus. Aber hier kommen wir auch voran. Dann haben wir wieder 10.000 mehr. Dann können wir hier unten ein bisschen weiter ausbauen. So, was macht das Researching? Der Allhöhl. Eigentlich hätte ich das Ding hier doch noch ein bisschen größer machen müssen. Aber das will ich halt nicht. Obwohl, ich hätte das hier. Dann hätte ich hier später irgendwann wieder eine Mauer ziehen können und hätte. Ja, das hätte ich machen können. Dann hätte ich halt später zwei Läden draus machen können. Dann hätte ich das komplett umgebaut dann später. Ne? Dann hätte ich das Lager irgendwo nach hinten verschoben. Aber okay, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir das Ding angefangen. Oh ja. Wie brauchen wir? 2.000, naja gut. Kunden gleichzeitig hatten wir jetzt 33 nur. Naja. Ich weiß nicht, ob es jetzt abends nochmal besser wird. Aber sieht gerade nicht so aus. Aber wir hatten heute gute Verkäufe. Bisher. Da kann man zufrieden sein schon mal mit. So, liebe Kunden. Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal so. GEMA-freie Hintergrundmusik ist aber auch wieder blöd, weil da denkst du zwar als GEMA-frei und dann sperren die das doch und boah. Müssen wir mal sehen. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Wenn es irgendein Lied, was ich selber mache, ist, was dann in Dauerschleife läuft. So, jetzt zum Ende hin hat sich aber gar nichts mehr verkauft. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber egal. So. Ist natürlich noch nicht unser Top-Verkauf gewesen. Der Top war 632, aber ist okay. Ist noch okay. So, wir machen Gewinn. Ich würde halt gerne noch die 10.000 für. Haben wir nicht irgendwas doppelt? Ja, na klar. Aber hier drin können wir nichts anderes machen zurzeit. Das müssen wir researchen. Und zwar das hier. Boah, den Alkohol kriegen wir da, glaube ich, nicht rein. Aber das hier müssten wir dann halt researchen und das dauert 96 Man-Hours. Da bräuchten wir dann hier noch einen dritten. Können wir eigentlich, ne? Finanziell.
Läuft gut genug. Ist natürlich keiner, der das irgendwie gut hinbekommt. Kriegen wir das vielleicht, wenn wir die zeitlich versetzt machen? Ich weiß nicht, wenn wir da einen 14 Uhr und beziehungsweise wenn wir die rund um die Uhr arbeiten lassen würden. So. ...13,9. Ist glaube ich nicht anders. Ist egal. Also hat man wenigstens rund um die Uhr was am Start. Ne? Dann wird halt immer researched. Fände ich cool, wenn man das irgendwie noch mit besseren Desks und so, besseren Computern machen könnte, dass die dann etwas schneller arbeiten. Aber gut. Ich denke mal, das liegt jetzt auch hier an der Speed immer von denen, oder? Naja. Ich bin gespannt, was der heutige Tag so bringen wird. Vor allem finanziell. Haben wir hier vielleicht Sachen irgendwo doppelt? Zum Beispiel Soda und so, wo hier Soda drin ist. Wo war es denn? Getränke haben wir hier unten gar nicht, okay. Hier ist, glaube ich, gar nichts doppelt. Was war denn hier? Nee. Nee, hier an den Dingern ist nichts doppelt. Okay, kein Problem. Alkohol dauert halt noch ein bisschen. 15 Stunden. Man Hours. Ganz wichtig. Ich bin gespannt, wie es finanziell weitergeht. Mit unserem Lädelchen. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja auch vorankommen. Ja, jetzt heute ist noch nicht so finanziell. Dadurch, dass wir... Nee, eigentlich darüber ran kann es noch nicht liegen. Da ist erst die zweite Schicht da. Ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's so langsam. So, jetzt zu den Stunden scheinen sich Sachen zu verkaufen, die früh nicht so gehen. Oder wir haben einfach von Grund her früh schon so hohen Minus am Start, dass es halt länger dauert. Night Hours werden wir auch bald erforschen. Aber ich denke mal... Erstmal die Cold Chain. Das dauert halt auch so lange. Ne, die Night Hours gehen schneller. Dann nehmen wir die zuerst. Dann lassen wir den Laden hier rund um die Uhr geöffnet. Oh ja, doch, diesmal. Sieht ganz... Ja, dann ist wieder ein bisschen was weggegangen. Ja, schade. Jetzt abends war halt kein Kunde mehr da. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt heißt es wieder warten, 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 bis der Tag rum ist. Was haben wir gemacht? 490, nur 490 ist ein bisschen wenig. Ja, da kommt hier ein bisschen wenig zusammen. Wir könnten auch Kredit aufnehmen. Hier, was weiß ich, 100 Tage zu 163, dann würden wir aufnehmen 12.000. Das ist nix. Das ist nix. Nee, nee. Sowas machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Das ist viel zu wenig Geld. 12.000 könnten wir jetzt mal ein bisschen ausbauen, aber es wäre noch zu wenig.
Wir brauchen halt dringend dann den Alkohol hier mit. Wir müssten also doch hier noch irgendwie. Wir bräuchten da noch nicht mal das hier mit ausbauen, das Lager, das reicht noch. Wir bräuchten nur den Teil ausbauen. Würde uns das dann kosten, da noch ein bisschen. Für so eine minimale Vergrößerung. 13.600 Piepen, das ist schon ordentlich. Können wir auch mal schön ranzoomen. Hört es ein bisschen lauter. Man sieht die Kartoffelköpfe ein bisschen besser. Warte mal, ich mach mal ein bisschen hier in die Grinsen. Alter. Das ist richtig creepy. So, wir wollten ein bisschen vorankommen. Wie sieht's hier aus? Oh, das ist bald fertig. Die Alkohollizenz. Ist halt blöd, dass wir nichts weiter reinkriegen dann. Wir müssen dann halt erstmal die Night Hours machen. Würde ich von 0 bis 8. Vielleicht eine erstmal. Und dann ab 8. Ah, ist fertig. Night Hours. Ah, jetzt sind schon 14 Man Hours, die wir schaffen am Tag. Das ist gut. Ja, die verbessern sich ja auch in ihren Jobs. Aber es dauert. Oh, heute war gar nicht gut. Heute war gar nicht gut. Was ist da los? Restaurants fehlen, ja gut und schön, aber warum war heute so schlecht? Warum waren die heutigen Verkäufe so schlecht? Das frage ich mich. Es kamen auch nicht mehr Kunden oder so. Leider. Wir haben zwar immer noch Gewinn gemacht, aber zu wenig. So, aber hier haben wir es. Heute müssten wir es dann packen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier wenig Kundschaft ist. So, wie lange dauert es noch mit dem Researchen? 42 Man Hours, das dauert eine Weile. Da haben wir ein paar Tage Ruhe. So, jedenfalls, wenn wir unser Ziel erreicht haben und die 10.000 hier eingesackt haben, können wir das hier vergrößern. Und dann halt auch Alkohol reinbauen. Dann würde ich sagen, machen wir die Kühldinger erstmal weg. Kommt hier eine Reihe mit Alkohol hin. Und dann die Kühldinger. Aber sieht doch schon von Fuß an eigentlich gut aus. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na, hier und die Zeit waren eigentlich mal mehr Kunden. Irgendwie. So, das haben wir jetzt. Nächstes Ziel ist 5.000. Das ist ein bisschen viel. So, Foundations. So wollen wir es haben. Ein bisschen flott, meine Dame. Wir kommen hier relativ spät in einen Teil, wo wir Gewinn machen. So. Jetzt machen wir erstmal die Pause. So. Oder warte, wir warten.
bis der heutige Vertaufskark fertig ist, bis der heutige Verkaufstag fertig ist. Dann machen wir das. So. Jetzt. Remove Walls Objects. Wupp. So. Dann für Alkohol benötigen wir ja wohl das. Wupp, 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 wupp. Und dann kommen da oben wieder die Fidgets hin. Kühlschränke. Ist natürlich jetzt wieder ungünstig gebaut, aber ist egal. So. Dann lassen wir das mal schnell bauen. So. Hier kommt jetzt rein. Likör. Soda haben wir gar nicht. Achso, ja. Bier. Wein. Können wir noch ein bisschen Food? Ne, Food haben wir alles. Oder warte mal. Machen mal zweimal Bier. Und zweimal Wein, würde ich sagen. Ne, für unsere lieben Weintrinker. So, und hier oben. Soda. Soda. Ne, Soda reicht einmal. Wasser. Wir machen einfach dreimal Saft. Oh ne, warte mal. Kaltes Bier noch. Haha. Kaltes Bier. Sehr schön. Da werden sich die Leute freuen. Gut. Ich hoffe, das wird uns finanziell noch ein bisschen weiterhelfen. Und ob das so ist, sehen wir in der nächsten Folge von Another Brick in the Mall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.